Wir verfeinern die Modellierung des Infektionsgeschehens während der Corona-Pandemie noch ein weiteres Mal. Es gab während der Pandemie nicht nur zwei Zustände, gesund und infiziert, sondern auch die Gruppe der Genesenen, also solche Personen, die die Infektion überstanden haben und damit einerseits niemanden mehr anstecken konnten, aber andererseits auch im Moment zumindest von anderen nicht erneut angesteckt werden konnten. Diese Überlegungen lassen wir nun noch einfließen, was unser Modell nochmals entscheidend verändern wird. Dieses Modell unterscheidet drei Menschengruppen, und zwar die susceptible individuals, also die gesunden Menschen, die wir auch schon im vorangegangenen Modell hatten, die infectious individuals, also die Infizierten, und jetzt noch die sogenannten removed individuals, das heißt, das sind die, die aus dem Krankheitsgeschehen entfernt sind. Was meine ich mit entfernt? Das heißt, das sind die Menschen, die genesen sind und damit nicht mehr andere Menschen infizieren können und gleichzeitig aber auch nicht nochmal infiziert werden können, weil sie immun sind. Das kann aber auch der traurige Fall sein, dass sie gestorben sind und damit nicht mehr, auch nicht mehr infizieren können. In diesem Modell gehen wir von einigen Annahmen noch aus. Und zwar gehen wir davon aus, dass jeder Mensch nur einmal infiziert werden kann. Und sobald er infiziert ist, hat er die Krankheit und wird danach aber immun oder stirbt. Außerdem nehmen wir in diesem Modell an, dass jeder Infizierte sofort ansteckend ist. Im Falle von Corona wissen wir, dass das nicht der Fall ist, sondern es gibt eine sogenannte Inkubationszeit. Das heißt, einen ganz akkuraten Verlauf werden wir an der Stelle noch nicht bekommen. Und wir gehen davon aus, dass die Gesamtbevölkerung konstant ist. Das heißt, im Verlauf dieser ganzen Epidemie werden keine Menschen geboren, es sterben keine Menschen außer durch Corona und es ziehen auch keine Menschen hinzu oder wandern ab. Außerdem gehen wir davon aus, dass diese Infektionskonstanten, die auftauchen, nicht noch weiter beeinflusst werden. Das heißt, die bleiben über den gesamten Zeitraum konstant. Keine Maßnahmen werden ergriffen, um diese Epidemie zu stoppen oder ähnliches. Wir haben da also konstante Werte. Dieses Modell, was ich Ihnen jetzt hier vorstelle, ist schon relativ alt. Das wurde 1927 von diesen beiden Herren ins Leben gerufen oder aufgestellt. Sie sehen hier William Ogilvy Cermak und Anderson Gray McKendrick. Dieses Modell hat, wie Sie feststellen, noch relativ viele Vereinfachungen, die es mit sich bringt und die allein schon für unsere Corona-Epidemie zeigen, dass es nicht ganz exakt den Verlauf wiedergeben wird. Nichtsdestotrotz waren die beiden in der Lage, die Pestepidemie in Bombay, die 1905 und 1906 grassierte, relativ nah wirklich zu modellieren und damit zu zeigen, dass dieses Modell ein gutes Prognosemittel tatsächlich ist. Wir wollen jetzt gemeinsam ein System von Differentialgleichungen aufstellen und dazu schauen wir uns gemeinsam mal wieder das Wirkungsdiagramm an. Das Wirkungsdiagramm für die Zustandsgröße der Gesunden ist exakt das Wirkungsdiagramm, was Sie auch im letzten Video gesehen haben. Wir haben also die Erkrankungen, das Ventil der Erkrankungen, was von der Anzahl der Gesunden, von der Anzahl der Infizierten, aber auch von dieser Infektionskonstante abhängt, wieder mit negativem Faktor. Für die Anzahl der Neuinfizierungen haben wir das auch, also das, was hinzukommt. Zusätzlich zu der Neuinfizierung, die auch wieder von der Anzahl der Infizierten und der Anzahl der Genesenen abhängt, kommt jetzt aber auch noch hinzu, dass ja gewisse Menschen wieder gesund werden oder leider sterben und damit zwar Menschen neu infiziert werden, aber auch wieder Menschen aus dem infizierten Status herauskommen. Und dann wird das natürlich von einem bestimmten Faktor jeweils auch abhängen. Und dieser Faktor, den sehen Sie hier in diesem Fall, der wird hier dazu führen, dass insgesamt weniger Infizierte in unserem gesamten System sind. Und das, was hier wegfällt, das geht direkt in die Menge der Entfernten über. Das heißt,
diese Genesung, die Sie hier unten haben, das, was sich da ändert, hängt von dem gleichen Proportionalitätsfaktor wie die Genesung bei den Infizierten ab, aber mit umgekehrtem Vorzeichen. Das heißt, das, was an Neuinfizierung durch die Genesung wegfällt, kommt bei den Entfernten jeweils hinzu. Wenn Sie das aufgestellt haben, sind Sie in der Lage, nun auch hier wieder Differentialgleichungen aufzustellen. Und auch da möchte ich Ihnen jeweils wieder einen Ansatz geben und Sie dürfen aber dann selbstständig die Differentialgleichung dazu wieder aufstellen. Starten wir mal mit diesen genesenen oder removed Menschen. Da können wir als Gleichung aufstellen, dass R neu gerade R alt ist plus diese Genesungskonstante mal die alten Infizierten. Das hängt nur von den alten Infizierten ab und natürlich der Zeit oder den Zeitraum, in dem wir anschauen. Wenn Sie da jetzt die üblichen Schritte durchführen, kommen Sie zu einer Differentialgleichung der Form R' von t gleich Beta mal i von t. Also die Änderung der genesenen Menschen oder der Gruppe der nicht mehr am Geschehen teilnehmenden Menschen ändert sich in Abhängigkeit der Infizierungszahlen, die wir haben. Wenn wir jetzt hergehen und uns anschauen, wie dieses Beta jeweils aussieht, dann müssten wir da Annahmen auch wieder treffen. Man könnte beispielsweise sagen, dass wenn die Infektion am Durchschnitt n Tage dauert, dann müsste dieses Beta ungefähr eine Größenordnung von 1 durch n haben. Das wäre also unsere erste Differentialgleichung. Jetzt können wir also auch noch die Differentialgleichung für s und i aufstellen. Das mache ich jetzt ganz schnell. Konkret heißt es, ich gebe Ihnen die beiden Differentialgleichungen an. Was ich Ihnen empfehlen würde, wenn Sie sich noch unsicher fühlen, wie das mit dem Aufstellen der Differentialgleichungen aussieht, dass Sie mithilfe des Wirkungsdiagramms, was ich Ihnen gegeben habe, versuchen, diese Differentialgleichung, die ich hier aufschreibe, wieder Schritt für Schritt zu bestätigen. Für S' von t können Sie am Ende die Differentialgleichung aufstellen, die wir auch im letzten Video hatten, nämlich minus Alpha mal i von t mal s von t. Und für i' von t können Sie die Gleichung aufstellen, die auch sehr ähnlich zu der Gleichung ist, die wir im letzten Video hatten. Auch hier wird die Neuinfizierung exakt identisch berechnet als Alpha mal i von t mal s von t. Damit zählen wir, wie viele Menschen dazukommen, also was die Änderung angeht. Und jetzt fallen ja aber auch Infizierte weg. Und das sind genau die Menschen, die in die Gruppe der Entfernten überwandern. Und die haben wir ja bereits beschrieben als Beta mal i von t, heißt, die Zahl Beta mal i von t fällt jetzt hier bei den Infizierten weg, also minus Beta mal i von t. Damit habe ich jetzt zwei Differentialgleichungen aufgestellt. Was die Abschätzung von Alpha angeht, ist das natürlich deutlich schwieriger als Beta beispielsweise. Und wir haben schon im letzten Video und auch im vorletzten Video gesehen, dass dieses Alpha in der Regel in Abhängigkeit der erhobenen Daten schon bestimmt wird. Das wird von der Art abhängen, wie stark ist diese Krankheit ansteckend, wie viel Kontakt entsteht und so weiter. Das heißt, diese Konstante ist maßgeblich die Konstante, die wir mit den Maßnahmen, die aktuell in Kraft getreten sind, auch beeinflussen können. An der Stelle haben wir eine Möglichkeit, diesen epidemischen Verlauf auch zu verändern. Ich würde Ihnen jetzt an dieser Stelle empfehlen, dass Sie noch mal dieses System von Differentialgleichungen näher anschauen, um sich mit dem, was da eigentlich steht bei solchen Differentialgleichungen, noch mal mehr vertraut zu machen. Dazu eignen sich zwei vertrauensbildende Maßnahmen, die ich Ihnen im Skript auf Seite 28 in der Aufgabe 1.5 und 1.6 gestellt habe. Konkret sollen Sie in der ersten Aufgabe sich die Frage stellen, ob denn die Einheiten in diesen drei Gleichungen denn stimmen. Das machen Physiker sehr gerne, wenn sie Gleichungen aufstellen, dass sie sich von ihrer Sinnhaftigkeit
überzeugen, indem sie überlegen, ob denn rechts und links vom Gleichheitszeichen wirklich die gleiche Einheit rauskommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann macht diese Gleichung an sich schon gar keinen Sinn. Die zweite Überlegung, die Sie sich bitte machen, das wäre dann Aufgabe 1.6, ist zu überlegen, was denn eigentlich passiert, wenn ich alle drei Gleichungen addiere. Wir sind in unserer Annahme davon ausgegangen, dass die Gesamtbevölkerung konstant ist. Das heißt, die Gesamtbevölkerung ergibt sich aus S plus I plus R. Diese Größe ändert sich nicht. Eine Größe, die sich nicht ändert oder eine Funktion, die konstant ist, muss abgeleitet 0 ergeben. Das bedeutet aber insbesondere, dass S' von t plus I' von t plus R' von t 0 sein müsste. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ist das in diesem System gegeben? Der zweite Teil ist sogar damit der deutlich einfachere. Sie werden sehr schnell erkennen, dass es sich dabei um eine richtige Aussage handelt. Sie haben sich mit diesen vertrauensbildenden Maßnahmen auseinandergesetzt und ich habe in der Zwischenzeit mal für Sie dieses System an Differentialgleichungen gelöst. Wir werden im nächsten Kapitel unterschiedliche Lösungsmethoden kennenlernen. Eine qualitative Lösungsmethode, eine analytische Lösungsmethode und eine numerische Lösungsmethode. Alle Beispiele, die wir bisher behandelt haben, können Sie mit solchen analytischen Methoden lösen und damit exakte Funktionsterme auch angeben. Das wird jetzt hier bei diesem System nicht möglich sein, und zwar nicht nur nicht mit den Mitteln, die ich Ihnen hier im Modul bereitstelle, sondern prinzipiell können Sie hier keine analytische Lösungsmethode finden. Allerdings gibt es eine Vereinfachung schon, und zwar muss ich mich zumindest mit den genesenen oder entfernten Personen nicht auseinandersetzen. Da ich von einer konstanten Gesamtbevölkerung ausgehe, kann ich, sobald ich die gesunden und infizierten Menschen mithilfe eines Terms oder einer Näherungslösung beschrieben habe, sofort auch die Entfernten berechnen, weil das gerade g von t minus i von t minus s von t ist. Das heißt, mein großes Ziel wird sein, ich muss nur i von t und s von t jeweils beschreiben. Das habe ich gemacht und ich habe Ihnen alle drei Funktionen jetzt mal als Graph aufgezeichnet. Hier in unserem Beispiel gehen wir von einer